Von außen ahnt wohl niemand, was sich hinter der 60er-Jahre-Fassade der Kirche St. Johannes der Täufer in Karlburg versteckt. Ein Museum für die frühe Christianisierung im Mittelalter. Archäologische Ausgrabungen haben die Bedeutung des kleinen Ortes im 7. Jahrhundert bestätigt. Hier wurde Handel getrieben, einmal auf dem Main und natürlich andererseits natürlich auch auf der Strecke zwischen Würzburg und Fulda. Und es wurde nicht nur Handel getrieben, sondern es wurde natürlich auch quasi produziert. Es gab hier Goldschmiede, es gab auch Töpfereien, es wurde gewebt. Und natürlich im Kloster wurden auch Dinge für den christlichen Glauben hergestellt, zum Beispiel viele Fibeln, mit denen quasi bei der Missionierung gearbeitet wurde und natürlich auch zum Beispiel natürlich die Bibel übersetzt oder dupliziert. Für die Schüler der Videogruppe der Rudolf-Glauber-Realschule in Karlstadt ein wichtiger Bestandteil ihres Films über den Bistumspatron und irischen Missionaren Kilian. Kilian war nicht der Erste, aber sicher hat der Kilian hier auch seinen großen Anteil, dass das Christentum sich hier verfestigte. Es ist auch durchaus wahrscheinlich, dass er zuerst nach Karlburg gekommen ist, bevor er Würzburg erreicht hat. Es war ja auch so, dass eben Karlburg damals schon weiterentwickelt war von der Siedlung her als Würzburg. Im Museum finden die Schüler eine Darstellung des heiligen Kilian und Hinweise auf das Leben der Menschen damals, wie er es als Missionar in Unterfranken vorfand. So wird das Filmthema für die Jugendlichen spannender. Jetzt mit dem heiligen Kilian ist es vielleicht nicht das Thema, was man sich jetzt so raussuchen würde, so als Wunschthema. Am interessantesten sind die Wachsfiguren. Das sind so nachgestellte Gräber. Wir haben einen Teil, wo wirklich nachgespielt wird, eine Szene. Wir haben Interviews und halt eben so einen kleines Erklärvideo mit so Papierfiguren. Das ist ja auch eine Weltreligion und das ist eigentlich ganz gut, dass wir dann halt darüber halt hier lernen. Vor allem ich als Muslima, da lerne ich halt die christliche Religion besser kennen. Wenn man sowas gerne anschaut, dann ist es sehr gut, auch mit den Wachsfiguren. Und die sind auch sehr gut nachgestellt und wenn man sich dafür interessiert, kann man hierher kommen. Ich finde es gut, dass man jetzt hier was lernen kann über unsere frühere, also über die Vergangenheit. Eine große Hilfe, den textlastigen Tafeln Leben einzuhauchen, sind die Erläuterungen des Pfarrers. Den Trubel in seiner Kirche nimmt er gelassen in Kauf. Ich finde es sehr gut, da ist nämlich Leben drin und es gehört auch zu einer Gemeinde dazu, zu einer lebendigen Gemeinde. Mit Sicherheit hinterlässt der Besuch im Museum für Frühchristianisierung die ein oder andere Spur. Nicht nur im Film über den heiligen Kilian, sondern auch im Erfahrungsschatz der Jugendlichen.